Heute werden wir Materials animieren. Wow. Das ist ganz einfach. Fügt einem random Objekt ein Material hinzu, was ihr wollt. Mit I, wenn ihr hier drauf geht, könnt ihr, wie ihr sehen könnt, einen Keyframe hinzufügen. Wenn ihr nun zum Beispiel 100 Frames nach vorne geht, könnt ihr auch sagen, wir wollen in 100 Frames dieses Material haben, indem ihr nochmal auf I drückt. Und schon seht ihr, wie sich das Material verändert. Was ihr auch machen könnt, ist zwischendrin woanders hinzugehen. Ihr könnt auch die Stärke des Materials animieren und die Helligkeit. Und so könnt ihr verschiedene Effekte erzielen. Je nachdem, wie ihr wollt. Ihr könnt auch natürlich einen Looping machen, indem ihr die Animation beispielsweise erweitert und zum exakt selben Keyframe zurückkehrt. Ihr kopiert ihn einfach dahin. Und nun, wenn die Animation wiederholt, wie ihr sehen könnt, repetiert auch die Animation des Materials. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Blender-Tutorial Freude bereiten und erklären, wie ihr Materials animieren könnt. Das gleiche nämlich lässt sich für alles Mögliche durchführen. Für Subsurface Color, Subsurface an sich, den Radius, ob das Objekt metallisch ist, Specular. Ihr könnt die Roughness animieren und damit zum Beispiel dafür sorgen, dass es, wenn es regnet, immer glatter wird. Ihr könnt Clearcoat und Roughness animieren. Ihr könnt auch Emission animieren und beispielsweise blinkende Lichter machen, wie in der UESD-Animation, die ich ja veröffentlicht habe. Ihr könnt natürlich auch Alpha machen, dass das Objekt zu sehen ist oder nicht, und die Emission Strength animieren. Genauso wie die Emission Color und so weiter, Transmission und so weiter und so fort. Das gleiche geht im Übrigen auch im Shader Editor. Hier seht ihr nämlich auch, wann es immer einen Keyframe gibt. Wenn ihr hier drauf geht, seht ihr auch hier unten die Keyframes aufploppen. Wenn ihr woanders hingeht, seht ihr es nicht, sondern nur hier. Theoretischerweise könntet ihr dann auch eine Texture hinzufügen, eine Image Texture, und beispielsweise bei Color, Mix Color, eine zweite Image Texture und dann zwischen den beiden Image Texturen immer animieren. Zum Beispiel 0 ist 0 und 1 ist 1 und so weiter.